Hallo und willkommen zur ersten Folge von Julis Tier Talk. Also ich habe mich jetzt für diesen Namen entschieden. Ich hatte auch so viele kreative Namensideen. Auch von den Kommentaren habt ihr mich komplett umgehauen. Ich habe, glaube ich, fast an die 400 Kommentare mit Fragen von euch bekommen. Also das ist wirklich eine Menge. Und da waren teilweise so viele tolle Fragen dabei. Also ich glaube, wenn ich alle guten Fragen von den Kommentaren nehmen würde, würde das Video hier ungefähr 3 Stunden nehmen. Deswegen kommen heute nur ein paar und beim nächsten Mal tue ich dann auch ein paar der alten Fragen mit reinnehmen. Kommen wir jetzt gleich auch zur ersten Frage und die kommt von Jilais Tier. Würdest du dir einen neuen Hund kaufen, wenn Nero mal stirbt? Also ja, ich würde mir definitiv einen Hund holen, aber das hat jetzt nichts mit Nero zu tun, sondern weil ich mir einfach ein Leben ohne Hund nicht mehr vorstellen kann. Ich würde das einfach vermissen, die Spaziergänge und das einfach eine feuchte Nase mit im Haushalt ist. Das wäre auch für mich kein Ersatz und ich plane sowieso, also auch schon vor Neros Ableben, auch mit einem anderen zweiten Hund. Dann von Hanso Galactico: Ist es besser, Katzen aus dem Tierheim zu adoptieren oder sie vom Züchter zu kaufen? So, und hier kommt es wirklich drauf an, ob du einfach nur eine Katze haben willst oder eine bestimmte Rasse. Wenn du einfach nur Katzen haben willst als liebevollen Schmusetiger, dann schau bitte immer zuerst in den Tierheim, weil da sitzen einfach so viele Katzen drin. Wenn du aber eine bestimmte Rasse willst, kannst du natürlich auch gerne von dem Züchter holen, aber du musst auch drauf schauen, ob der Züchter wirklich seriös ist. Also von Vermehrer auf keinen Fall holen, aber es sind eh so viele Katzen in den Tierheimen. Tierschutz, da einfach am besten zuerst schauen. Die nächste Frage kommt von Julis Tierwelt-Fanpage. Wie lange hast du deine Sittiche schon? Und wie bist du dazu gekommen, welche zu halten? PS, bist die beste YouTuberin. Also vielen Dank dafür. Wie lange habe ich jetzt meine Sittiche? Gott, das ist jetzt echt peinlich. Ich glaube so an die 12 Jahre rum schon. Also schon eine ganze Weile, weil mein Artwie ist 13 jetzt und ich habe ihn so mit einem Jahr bekommen und meine Henne Saphira dann gleich mit dazu. Ich habe ja vorher auch schon Wellensittiche gehalten und ich bin auch ein großer Vogelliebhaber. Die nächste Frage kommt von der lieben Nika-chan. Kannst du zeichnen? Ich habe früher sehr gerne gezeichnet. Also in der Schule war Kunst auch mein Lieblingsfach. Aber aktuell, also die letzten Jahre, habe ich ja seltener gezeichnet. Eine interessante Frage habe ich hier auch von Timauzi. Hey Juli, wie zeige ich meinem Kater auf friedliche Weise Grenzen auf, dass er zum Beispiel nicht ein aggressiv angreifen, sofort fauchen, beißen darf, wenn er von verbotenen Orten im Haus weggenommen wird. Ja, es ist auch ganz wichtig, dass du ordentlich ein Nein aufbaust, also dass dein Kater versteht, was ein Nein bedeutet. Du kannst ihn immer, wenn er faucht und versucht, dich zu kratzen, ihm auf die Pfote zu tippen und deutlich auch Nein zu sagen. Wenn er zum Beispiel auf Sachen geht, wie zum Beispiel Tische oder auf die Küchenzeile springt, da kannst du auch zu Hilfe auch Alufolie auslegen, weil Katzen hassen es, auf Alufolie zu laufen und so wird sich dann auch sehr schnell das Verhalten legen. Zumal ich habe ja auch ein Video gemacht, wie man seinen Hund Nein beibringt, das kann man auch super auch bei der Katze anwenden. Give Animals Love hat gefragt, was hältst du von Echtfell oder von echtem Leder? Also Echtfell geht ja gar nicht, da werden ja Tiere auf grausame Art und Weise, teilweise lebendig, das Fell abgezogen bekommen, nur weil dann einige Leute Pelz tragen können. Viele Ledersachen sind auch nicht in Ordnung, vor allem bei exotischen Tieren, wie zum Beispiel Krokodilenechsen, da werden die Tiere auch nur wegen ihres Leders getötet. Bei Rindern ist es eine leicht andere Sache. Da werden diese Rinder hauptsächlich wegen der Fleischproduktion getötet und das Leder ist einfach dann so ein Nebenprodukt. Man kann aber auf beides sehr gut verzichten. Wenn man aber jetzt Kunstfell kauft oder Kunstleder, sollte man dann wirklich sehr stark auf die Herkunft achten, weil vieles Kunstfell und Kunstpelz ist tatsächlich echter Pelz und auch, ja, echtes Leder von Hunden und Katzen aus China. Also da wirklich da auch bestätigen lassen, dass es wirklich tierfrei ist und zur Not auch mal im Laden nachfragen, ganz wichtig. Kimber Musics fragt, wie geht richtige Fellpflege und wie oft sollte man den Hund im Jahr duschen? Also idealerweise sollte man seinen Hund kein einziges Mal im Jahr duschen. Ich habe Nero jetzt auch schon über 2 Jahre lang überhaupt nicht gebadet. Je nach Felltyp, was du hast, ich habe ja auch ein Video zur Fellpflege gemacht, solltest du ihn entsprechend pflegen, natürlich auch viel bürsten und dann braucht das Baden auch nicht. Aber wirklich das Baden nur in Notfällen, wenn sich der Hund in irgendeiner Gülle oder so gewälzt hat.
Samoyed Bangsi fragt, welches Trockenfutter würdest du am meisten empfehlen, so als Barf-Alternative? Ja, also Trockenfutter kann man generell nicht als Barf-Alternative sehen, weil es komplett was anderes ist. Da würde ich dann eher ein hochwertiges Nassfutter füttern. Also lebenlang Trockenfutter kann ich auch nicht empfehlen, weil es jetzt auch nicht wirklich prickelnd für die Nieren ist. Wie gesagt, abwechselnd mit Nassfutter ist okay. Und gute Sorten habe ich aufgelistet in meinem Video, woran man gutes und hochwertiges Katzen- und Hundefutter erkennt. Da in der Beschreibung stehen dann einfach sehr viele Sorten drin. Verlinke ich euch auch unten in der Beschreibung nochmal das Video. Lemon der Echte fragt, wo gehst du mit Nero lieber laufen? Auf dem Feld, Landweg oder im Wald? Am liebsten da eigentlich, wo keine Leute ist, wo man einfach seine Ruhe hat. Ich bin so ein Mensch, ich laufe am liebsten in der vollkommenen Pampa. X-Dayo fragt, meine Wellis sind sehr schreckhaft und lassen sich dadurch etwas schwerer zähmen. Hatte schon mal Wellis und die waren nicht so schreckhaft. Ich habe meine Wellis schon seit 2 Monaten. Wie kann ich ihnen das angenehmer mit dem Zähmen machen? Sie kommen schon zu Hirse, aber wenn sie meine Hand näher als 5 cm sehen, schrecken sie zurück. Also, wie gesagt, jeder Vogel ist anders. Jeder Vogel hat seinen natürlichen Charakter. Und da gibt es einige Wellensittiche, die lassen sich natürlich leichter zähmen und andere schwieriger. Du hast die Tiere erst seit 2 Monaten, also brauchst du bis jetzt noch nicht zu befürchten. Es gibt Wellensittiche, die brauchen ein halbes Jahr, bis sie handzahm sind. Du kannst aber statt auch Hirse Obst oder ein Gemüse ausprobieren, worauf deine Wellensittiche total abfahren. Das ist meistens sogar noch effektiver als Kolbenhirse. Jfine9889 fragt, was hältst du von diesen Wurfschellen, um den Hund zu erschrecken, damit er hört? Also davon halte ich prinzipiell gar nichts, weil es gibt viele andere tolle Alternativen, die Aufmerksamkeit seines Hundes zu bekommen. Beziehungsweise sollte sein Hund von sich aus aufmerksam dem Besitzer gegenüber sein. Könnt ihr es ja sehen, wenn ich mich jetzt umdrehe und in die andere Richtung laufe. Ja, da seht ihr das, der kommt sofort. Also, einfach durch Bindung erreicht ihr einfach die beste Aufmerksamkeit von eurem Hund und wie ihr diese Bindung auch eurem Hund beibringen könnt, das seht ihr auch zum Teil dann im Anti-Jagd-Video. So, das war's auf jeden Fall für heute mit der Fragerunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die nächsten Fragen kommen natürlich dann wieder nächste Woche. Da checkt auf jeden Fall mein Instagram-Arc aus für ein neues Foto. Da könnt ihr wieder dann eure Fragen reinstellen und mit etwas Glück kommen sie dann im neuen Video dran. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!